kann man jederzeit noch einen Blickwinkel nehmen. Mir ist an der Stelle eigentlich jetzt nur wichtig, dass im Verständnis von strategischem Führen oder Managen oder Leadership, oder wir haben da eine Begriffsverwirrung, oft nicht klar ist, dass man beides in ausreichendem Maße und in einem komplementären Zusammenspiel braucht. Die einen denken, wenn jemand gut mit Menschen umgehen kann, muss er sich nicht gut überlegt haben, was für ein Enterprise er überhaupt angeht und wie die Architektur dessen sein kann. Und dann entsteht vielleicht ein ordentliches Spontantheater draus, vielleicht geht es aber einfach in die Hose, weil das Drehbuch zu schlecht war oder gar keins da war. Vielen Menschen ist auch gar nicht klar, wie ausgearbeitet dann doch ein Drehbuch, nicht alles von Anfang an, aber die Skizzen, dass man weiß, wie es sein soll, sein muss, dass man überhaupt die Regisseure instruieren kann, dass sie ein Gefühl dafür kriegen, zu was sollen sie die Menschen eigentlich anleiten, was soll da eigentlich aufgeführt werden. Und da verstehen sich eben viele, vielleicht greife ich das mit dem Intendanten auf, da verstehen sich viele, die eigentlich, von denen eigentlich strategisches Management zu erwarten wäre an der Unternehmensspitze, verstehen sich dann eigentlich als Intendanten mehr. Was nicht schlimm wäre, wenn sie wüssten, dass man aber trotzdem einen Drehbuchautor braucht. Die meinen aber oft, wenn der Intendant die neue Policy des Hauses verkündet, dann organisiert sich der Rest dann schon von selbst. Und das sind enorme Lücken in der Vorstellung, was zusammenkommen muss, damit gute Inszenierungen entstehen. Und nur dazu sollen diese beiden Begriffe dienen, dass wenn jemand merkt, und das darf man auch zugeben, dass er sagt, ich bin gut im Führen, aber ich bin eigentlich kein guter Designer. Wenn ich mich hinhocke und mir was ausdenken soll, ich gebe es zu, mir fällt nichts ein. Und wenn alle ehrlich wären, die auf diesen Stühlen hocken, dann hätten wir weit weniger Erwartungen, was wir alles machen könnten, weil den meisten fällt wirklich nichts ein. Sie geben es aber nicht zu, weil sie glauben, das wäre mit dem Gehalt abgegolten, dass ihnen was einfallen müsste. Oder sie denken, die Bestimmung der Zuschauerzahlen und die Erwartung an Überschuss wäre schon Management genug. Also ist für mich eine völlige Degeneration des Verständnisses von strategischem Management, strategischer Führung, wenn man denkt, man müsste eigentlich nur Ergebniszahlen vorgeben, so könne man führen. Also das ist bestenfalls was für einen Investor, auf keinen Fall was für einen Unternehmer. So, wir kommen jetzt auch dann mehr zu der Frage, wie lernt man? Darf ich euch, also einmal ist da der Spruch aus dem Büchlein, das ihr ja gekriegt habt, das schreibe ich jedem im Stammbuch. Ob Kinder lernen, was wir ihnen beibringen wollen, ist fraglich. Unser Benehmen dabei lernen sie allemal. Und das habe ich ja auch in Russland, als wir da die Projekte gemacht, vorgespielt. Ich werde euch jetzt auch noch die Schwierigkeit lernen, Effekte sicher abzubilden, vorspielen. Da muss die Kamera ein bisschen beweglich sein dazu, wenn Sie es draufnehmen wollen. Also ihr stellt euch, das ist in folgendem Witz repräsentiert. Ein Mann sitzt auf einem Stuhl und liest Zeitung. Wer in die Mitte? Moment. Also ein Mann sitzt auf einem Stuhl und liest Zeitung und am Stuhl hinten steht der Hund. Man erkennt sofort eine pädagogische Herausforderung. Nächstes Bild, ich habe mich früher mal sehr intensiv in der Metzgerszeitung gebildet, in den Bilderwitzen dort und der stammt daraus. Nächstes Bild, Mann steht im Garten an einem Baum, zeigt dem Hund, wie es zu gehen hat. Hund guckt interessiert zu, sichtlich lernbegierig. Alles Paletti. Letztes Bild. Mann sitzt im Sessel und liest Zeitung. Hund steht hinten am Sessel. Ja, also soweit der Beitrag aus der Metzgerszeitung. Die Russen haben das sofort verstanden.
dass man sich doch immer wieder sorgfältig verständigen muss, wer was versteht, welches Problem durch welche Art von Lernen mit welcher Absicht gelöst werden soll. Es gab aber auch Kollegen, die fanden es irgendwie peinlich, dass man als europäischer Spitzenberater, wie wir da in der Zeitung gehandelt wurden, dass man auf solche Weise versucht, Botschaften zu vermitteln. Aber ich bin da in der Beziehung nicht sehr ehrenkäsig. Ich hoffe, ihr habt euch amüsiert. Ja, das sind außer der Rahmensetzung, die ich ja vorher schon betont habe, ist das Entscheidende beim Kulturaufbau, es sind die Beispiele, die gelebten Beispiele. Das weiß jeder, das ist ja ist alles gar nichts Neues. Ich fasse das nur mal zusammen, was Wissen ist und Erfahrung, das eigentlich jeder vernünftige Mensch hat. Diese Erfahrung haben sogar auch die Manager, die sie auf den wegen der Persönlichkeitsspaltung oder der Weltenspaltung, wenn sie in der Organisationsfunktion sind, davon nichts wissen. Wenn ich die im Privaten nach sowas frage, finde ich es ganz klar, dass es gar nicht anders gehen kann. Sie geben aber trotzdem einem McKinsey-Berater oder so dann Auftrag, Kulturprobleme auf völlig andere Weise zu lösen, was einen verblüfft, wie in welch unterschiedlichen Logiken ein und dieselbe Person zu Hause sein kann und es noch nicht einmal merkt, dass sich das überhaupt nicht verträgt. Und das ist jetzt vielleicht mehr meine Hoffnung, aber ich merke eigentlich zumindest in unserem Umkreis, dass es gut funktioniert. Also gut angelegte Kulturen erzeugen neue Kulturen nach demselben Bauplan. Und ich meine, das ist auch das Prinzip der Evolution. Das heißt, wir können natürlich, wenn man fragt, reichen denn die Mittel, fragt mich auch so ein Generaldirektor, wir können doch nicht in jeder Abteilung überall Kulturprojekte dieser Art machen. Dann habe ich gesagt, es braucht nicht in jeder Abteilung überall Projekte. Wenn es eine signifikante Erfahrung gibt, die noch so klein sein kann, die Seele kapiert das sofort. Die Seele der Menschen denkt nicht in Quantitäten, sondern in Qualitäten, wenn sie überzeugt ist, dass es ernst gemeint ist und nicht nur eine Feigenblattmaßnahme. Und von daher muss man, und da sind wir auch ganz am Anfang, abzuschätzen, was ist die kritische Masse positiver Beispiele, die man braucht, dass es zusammen eine gewisse Beständigkeit gibt, dass genügend verstehen, wie es gebaut ist und durch ihren Beitrag stabilisieren, dass es bleibt. Also in den Curricula am Institut haben wir das Problem dadurch, dass wir einfach sagen, wir müssen 2, 3 Bausteine muss die Lehrtrainerin, der Lehrtrainer sehr sorgfältig darauf achten, dass die wirklich die Spielregeln einhalten. Also dass sie rollengemäß handeln, dass sie die Zeit einhalten, dass sie fokusspezifisch arbeiten, dass sie nicht undiszipliniert rumspätzen, dass sie aber respektvoll und höflich arbeiten, dass wenn sie nicht weiterkommen, nicht anfangen, dem anderen irgendeinen Einlauf zu verpassen, sondern zu sagen, mehr weiß ich im Moment nicht, wir holen mal den Lehrtrainer an und gucken und all diese Dinge. Und das braucht eine große Beständigkeit und wir haben auch diese Designblätter entwickelt, die jeder hat, dass er weiß, wie der Ablauf ist, dass jeder relativ schnell lernen kann, den Ablauf mitzugestalten, und die Designblätter transportieren den Geist unserer Kultur, der nicht unbedingt ausdrücklich erklärt wird. Das braucht in manchen Curriculumgruppen sogar bis zum 5. Baustein, bis das richtig eingerastet ist und selbsttragend dann von den Gruppen auch weitergetragen werden kann. Es gibt Gruppen, die greifen das ganz schnell auf, das ist schon im 2. Baustein. Und dann ist erstaunlich, während vorher manchmal so ein bisschen die Besorgnis kommt, ja, wenn wir so lange brauchen, bis das bei uns stabil ist, lernen wir dann überhaupt genug in einem Jahr? Und da muss man auch einfach die Zuversicht haben, weil wenn das dann einrastet, gibt es einen derartigen Quantensprung an Qualität, die die Leute auch in Eigenverantwortung weitertragen können, wo ich manchmal erstaunt bin. Weil manche Gruppen sehen doch relativ lange ziemlich schwerfällig in ihrem Lernen aus. Und da, wenn man dann dranbleibt und genügend kritische Masse an guten Erfahrungen bereitstellt, dann ist manchmal sagenhaft, was für einen Sprung die machen. Und man erkennt die dann nicht wieder und ich weiß eigentlich auch nicht wirklich zu erklären, wie das stattfindet.
Da braucht man aber auch eine bestimmte Haltung dazu. Also auch so lang dran zu bleiben und nicht mal so geschwind ein bisschen was zu machen. Ihr wisst ja schon, macht ihr das, ist selbstständig. Und die meisten Menschen haben auch schlicht keine Vorstellung dafür, wie viel Investition ein Kulturaufbau auch im Konkreten wirklich braucht. Und dann wird oft, wie beim homöopathischen, nee, bei der nicht homöopathischen, bei der Antibiotika-Behandlung, ne? Dann wird halb anbehandelt, dann greift das nicht, dann wird die Behandlung abgebrochen, dann sind nachher sogar Resistenzen entstanden. Und das ist so eine Metapher, die erklärt, dass viele eigentlich gut gemeinte kulturfördernde Maßnahmen nachher eigentlich eher Resignation und Zynismus auslösen, anstatt wirklich voranbringen. Und ich sage dann immer, macht lieber gar nichts, wenn ihr nicht die Kraft habt, es so weit durchzutragen, bis die kritische Masse beieinander ist. Dazu muss Geld da sein, da muss Überzeugung da sein, dazu müssen die Leute auch wirklich Kraft haben. Wenn ihr das halbgar abbrecht und es kippt zurück, ist die Situation schlechter, als sie vorher war. Und das ist oft nicht böser Wille, sondern das ist schlicht Fehleinschätzung. Also, wie viel man investieren muss, bis eine Website steht oder ein neues IT-System, haben alle mittlerweile gelernt, wie lange das dauert. Und man denkt, es wird nie was. Und dann wird es doch ganz klasse, wenn man durchhält. Dass das Gleiche für Kultur gilt, ist einfach nicht in dem Denken. Man denkt immer, das kriegt man gratis. Das bringen kompetente und sympathische Menschen irgendwie mit. Da muss man gar nicht so viel investieren. Aber ich verwende deswegen auch gerne diese Metaphern. Also von Einführung, Aufbau einer neuen Website, Einführung eines neuen IT-Systems, dass sie da genauso sorgfältig, genauso kritisch dran gehen sollen. Und da würden sie auch nicht erlauben, dass jeder seine Software im Unternehmen benutzt, die ihm halt gerade gefällt oder es ihm überlassen, wie er sich IT-mäßig organisiert und erwarten, dass es sich trotzdem zusammen gut funktioniert. Sondern auch da brauchen wir eine Software, die für jeden Nutzen natürlich Nutzer seine Individualitäten bereithält, die aber zueinander fügbar ist, dass es insgesamt ein multiplizierbares System wird. Und dass es bei uns zumindest funktioniert, sieht man daran, wie exzellent dieses Netzwerk funktioniert. Wenn sich ISBler irgendwo treffen, höre ich in der Regel in der Pause den Kommentar: Ich habe die Leute ja nicht gekannt persönlich, aber nach 5 Minuten war es, als wäre ich in meiner Lerngruppe, mit der ich seit 2 Jahren arbeite. Und das macht nämlich klar, das ist keine Frage persönlicher Sympathien, sondern das ist eine Frage der Kulturausrichtung aller Beteiligten. Und dann kann man auch mit jedem kulturell hochwertig arbeiten. Das muss nicht jemand sein, mit dem man auch gerne in Urlaub fahren würde. In meiner Kultur positiver Art flutscht immer zwischen denen, die sich sympathisch sind. Aber in einer Organisation oder im professionellen Rahmen muss man die Kulturleistung daran messen, wenn man mit denen arbeitet, mit denen es aufgrund privater Sympathie nicht flutschen würde. Das hat wieder didaktische Folgen. Zum Beispiel die, dass wir darauf achten in den Spiegelungsgruppen. Heute wird es, glaube ich, nicht mehr so streng gemacht, aber ich habe das früher richtig nach einem mathematischen System gemacht. Jeder hat gewusst, dass er mit allen anderen im Laufe der 2 Jahre einmal in dieser Spiegelungssituation sein wird, die von den Menschen als wertvoll und intim erfahren wird und nicht sich immer wieder zusammenklüngeln kann mit denen er gut kann. Und dann gibt es ein paar, die bleiben am Rand der Gruppe, die lernen es nie und die das, sondern immer eine Verantwortung fürs Ganze und das verändert auch die Haltung gegenüber der Gruppe. Jeder von denen wird mir mal sagen, wie es ihm geht mit mir, wie er mich sieht. Und wir werben dafür auch dadurch, dass wir sagen, das ist auch das Interessantere, was dir sympathische Leute sagen, das wird dir, ist dir nicht so lehrreich, aber dass dir mal die, mit denen es nicht so leicht geht, in einem professionellen Vertrauen zueinander sagen, welche Bilder in ihnen aufsteigen, damit du verstehst, wie die sich steuern, das ist eigentlich die viel wertvollere Information. Und es ist eine hohe Wertschätzung, wenn man das miteinander austauscht, auch wenn man nicht unbedingt jetzt das Bedürfnis hat, ganz viel miteinander zu machen. Und da seht ihr auch wieder, wie die gewünschte Kultur nachher natürlich holographisch sich in der Art, wie man die Kultur lernt, von vornherein spiegeln muss. Man kann nicht erst in einer anderen Kultur lernen und nachher
die Kultur draufsetzen, die man am Ende haben möchte, sondern das muss von vornherein in einer Kulturlogik sein, vom Lernprozess bis später zur Umsetzung. Und das machen wir, glaube ich, ziemlich konsequent am Institut, was also unsere gute Resonanz erklärt. Und wir gewinnen auch an den Universitäten dann nach und nach doch einige dazu, das auch zu machen. Die wollen am Anfang immer erstmal, wir machen mal unsere Basisveranstaltung, wie wir das alles immer machen. Und dann kommen sie und machst du diesen Persönlichkeits- und Lernkultur-Workshop. Ja. Und dann sagen wir, ja, wir machen es mal am Anfang, wenn es schon nicht mehr aufzuhalten ist, kompromissmäßig schon, aber die Leute finden es dann so toll und sagen, warum haben wir das nicht am Anfang gemacht? Und nächstes Mal machen wir es am Anfang, das heißt, Kultur definiert dann das Strickmuster, in das dann alles andere eingebunden wird. Und nicht Kultur ist der Turbo, mit dem man hofft, dass das, was vorher schon irgendwie anders angelegt wird, nachher irgendwie besser gemacht werden kann. Da ist noch, das ist jetzt nicht direkt damit verbunden, aber ich möchte es einfach mal auch noch als Stichwort rüberbringen, das kristallisierende Prinzip. Wenn wir noch gar nicht wissen, wie das Drehbuch aussehen soll und wie das Stück gespielt werden soll, dann bieten mir die Partner im Unternehmen an, dass sie erstmal alle, die sie wichtig finden, auf die Bühne holen. Und dann sehen wir dann schon. Ja? Und ich sage, nein, um Gottes Willen. Lassen Sie uns überlegen, wer sind die wichtigsten zwei, drei Figuren, die sich darüber überhaupt Gedanken machen, was man macht, ob man was macht, in welche Richtung das geht und die eine allererste Skizze machen, aufgrund deren man dann überlegen kann, und wenn es jetzt weitergehen soll, wen braucht man dann als nächstes? Und wenn man mit denen zusammen dann in einem Kultur- und auch, das gilt nicht nur für den Inhalt, sondern auch für die Arbeitskultur miteinander. Und wenn die dann in die Arbeitskultur eingebunden sind und sie selbstständig auch tragen und weitergeben können, dann holt man erst die Nächsten rein. Und da ist die Chance, dass man was Konsistentes aufbaut, viel größer, als wenn man erstmal alle herholt und dann in einem Happening versucht, da dann Kultur reinzubringen. Es ist auch ressourcenschonender einfach. Und da wird oft einfach nicht drüber nachgedacht. Aber wir brauchen dazu natürlich so Dinge wie das Steuerungsdreieck, dass man irgendwann mal überlegt, ja, was ist denn der Fokus oder wo fangen wir überhaupt an? Und wer dann in diesem kristallisierenden Prinzip wie dazukommt, hängt ja davon ab, in welche Richtung sich die Wirklichkeit, die man dann zusammen macht, auch entwickeln wird. Also da wird oft auch einfach Energie verschlissen oder es wird Komplexität dadurch erzeugt, dass man die hierarchische Ordnung eines sinnvollen Aufbaus nicht befolgt und sich dadurch unnötig das Leben schwer macht. Das hat auch eine gewisse Ähnlichkeit zu dem, was ich vorgetragen habe beim Thema vertikale Teamentwicklung. Das ist ja auch ein klares kristallisierendes Prinzip. Was ich auch oft höre, jetzt setze ich mich mit einer ganzen Reihe von typischen Irrglauben in Unternehmen auseinandersetzen, die sagen, wenn wir dezentral das machen, dann dürfen wir nicht standardisieren. Ja, dann sollen die alle sich mal das ausdenken, wie die das machen können. Aber das stimmt natürlich nicht. Wenn man dezentral organisieren will und es muss trotzdem aus einem Guss sein, Integration, Integrität, dann brauchen wir nicht keine Standardisierung, sondern andere und intelligentere Standardisierung. Sonst schaffen wir die Rahmensetzung nicht. Sonst schaffen wir zwar Freiheit, aber keine Ordnung. Nach einer Weile geht einem die Freiheit auf die Nerven, weil jeder macht, was er will. Und dann kommt die Ordnung zurück im Sinne von Kontrolle und dummer Standardisierung. Und dieses Hin- und Herkippen zwischen dummer Standardisierung und dann ist es wieder zu eng, dann gibt man es wieder frei, dann hat man wieder Wildwuchs, hat damit zu tun, dass es heute noch wenig Konzepte von intelligenten Standardisierungen gibt. Und ich finde, dass intelligente Standardisierung eher Prozess- und Kulturstandardisierung sein sollten als Inhaltsstandardisierung. Und das Gleiche gilt für die Führung. Wenn wir komplexe, dezentral organisierte Systeme haben, brauchen wir nicht weniger Führung, sondern mehr und intelligentere Führung, sprich Regisseure. Sonst geraten wir in eine babylonische Verwirrung und Desintegration der Gesamtorganisation.
Also da ist vieles einfach hausgemacht, weil die Konzepte viel zu schlicht sind und man gar nicht erkennt, wie viel Gestaltungsmittel man in welchem Ausmaß und zueinander passend einsetzen muss, dass es eine Chance hat, dass es was wird. Gut, das sind jetzt Themen, die andere schon kennen. Das eine ist ein alter Spruch, den ich jetzt da oben drüber geschrieben habe. OE ist Chefsache oder findet nicht statt. Also für die, die meinen, dass man Organisationsentwicklung bottom-up machen kann und möglichst viele Betroffene frühzeitig zu Beteiligten macht, das halte ich für eine Mehr. Natürlich sollte man Betroffene irgendwann zu Beteiligten machen, aber man muss doch nicht alle, die dann irgendwann mal mitspielen werden, einladen, am Drehbuch mitzuschreiben. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Das Drehbuch sollen die schreiben, die das können. Die sollen sich natürlich vorher mit allen, die mitspielen sollen, unterhalten, damit die wissen, was die interessiert und was die nachher können, dass sie nicht ein Drehbuch schreiben für andere, als die, die sie nachher haben. Aber so ein Drehbuch mitschreiben, die auf die Bühne holen, das halte ich für Quatsch. Und ich glaube, da wird oft auch einfach was verwechselt. Also die Idee, wer am Anfang mitbeteiligt wird beim Drehbuchschreiben, wird nachher gut spielen, halte ich genauso für eine Mehr. Wenn ein gutes Drehbuch da ist, das die, so wie man jemanden kennt, gut berücksichtigt und er danach eingebunden wird, dann wird er auf viel angemessenere Weise zu einem Beteiligten und Mitwirkenden gemacht, die seiner Rolle und seinem Vermögen entsprechen und nicht eingesetzt an einer Stelle, die weder seine Zuständigkeit im Unternehmen repräsentiert noch seine Kompetenzen. Und oft interessiert ihr das auch gar nicht. Das ist mir ganz egal, macht es doch, wie ihr wollt. Hauptsache, ihr denkt euch eine Rolle für mich aus, die nachher für mich stimmt. Ich bin doch nicht dafür da, meine Rollen zu definieren. Und da sind wir, glaube ich, auch noch in einer ganz frühen Phase, Modelle für Steuerung dezentraler Prozesse zu haben. Also wie das aussehen soll. Ich habe auch da keine fertigen Konzepte. Ich hätte nur eben Designs anzubieten, wie man im konkreten Fall gemeinsam lernen kann, wie man das entwickelt von Fall zu Fall. Ich weiß auch gar nicht, außer ein paar Prinzipien, die man vielleicht mehr und mehr herausarbeiten kann oder die es schon gibt, die ich vielleicht jetzt noch nicht so kenne, wird man da gar nicht viel mehr tun können. Und alles andere wird man vor Ort zwischen denen, die handeln, entwickeln müssen. Aber dass sie das entwickeln können, brauchen sie wiederum eine gemeinsame Lernkultur. Ja, und das ist ja auch ein philosophischer Streit lang gewesen. Wollen wir Selbstorganisation oder wollen wir Konstruktion? Und natürlich brauchen wir beides in einer klugen Verquickung miteinander. Und das Bindeglied zwischen beidem ist dann einfach eine Kulturentwicklung. So, damit sind wir auch gleich am Ende dieses Teils. Dann kommen wir die ganze Passungsgeschichte noch, also dieses Teils. So, die Aufgabe ist jetzt, wenn Organisationskultur gut funktionieren soll, dann muss ja eine doppelte Leistung gleichzeitig erbracht werden, nämlich die Leistungsträger müssen in den zentralen Rollen, müssen zentrale Rollen im Kerngeschäft der Organisation einnehmen. Ne, die dürfen nicht auf Empfänge marschieren und eine Pressekonferenz und das andere delegieren, die sollen das dann mal machen, sondern die Leistungsträger müssen wirklich die zentralen Rollen im Kerngeschäft der Organisation einnehmen. Und sie können dort nur erfolgreich sein, wenn sie damit auch ihre eigene berufliche Mitte finden. Das ist auch ihrem Können und dem, und ihrem Mythos, den sie spielen wollen, auch entspricht. Also bei der Platzierung muss man immer gucken, sind es die richtigen Leute in den richtigen Rollen und es nützt nichts, die dann zwangsweise hinzuschicken, wenn die dort nicht hinpassen und nicht dabei zu sich finden, weil sie dann kein Kraftfeld aufbauen können. Und wenn Steuerung nur durch Kultur möglich ist, hat es mit vielen hintergründigen Prozessen zu tun, wie man sich aneinander koppelt und das wird gerne mit Kraftfeld beschrieben. Und wenn da jemand keine magnetische Wirkung hat, weil das nicht sein Ding ist, dann kann der irgendwie ordentlich sich benehmen, aber also wirklich kreative Prozesse können auf diese Weise nicht vorangebracht werden. Und da sind wir dann
an einem. Könnt ihr noch oder braucht ihr eine Pause zwischen rein? Ich würde noch. Viertelstunde noch? Okay. Moment, Mikro. Du hast jetzt ausgeführt viel zum Thema Kultur und Kulturentwicklung. In ganz vielen Kontexten höre ich immer den Begriff Werte. Ich habe jetzt unterstelle einfach mal, dass es eins von ganz, ganz vielen Teilen ist, die intuitiv hier mitwirken und deshalb hast du diesen Begriff jetzt hier nicht genannt. Weil er ist ja oftmals sehr stark im Vordergrund, immer im Ja, Zusammenhang mit vielen Dank für Kulturentwicklung. die Frage. Da habe ich eben auch eine Meinung dazu. Selbstverständlich soll Die jede würde ich gerne gute hören. Wirtschaften und jedes Management wertorientiert sein. Weil ich bin ein Moralist von meiner genetischen Struktur her. Ich habe nur, das ist ein bisschen wie mit der Spiritualität. Ich käme nie auf die Idee, ein Seminar über Werte oder ein Seminar über Spiritualität zu machen, weil für mich sind das eingewobene Dimensionen guter Kulturarbeit und guter Professionalität. Und das als extra Sonntagsveranstaltung zu machen, das lockt dann meist nur das an, was man im Schwäbischen die Kanzelschwalben nennt. Das sind die, die um den Pfarrer schwirren und ganz toll finden, was er heute wieder Schönes gesagt hat. Es beeinflusst aber nicht die, die am Montag die Schlüsselentscheidung für den Fortgang des Prozesses treffen. Deswegen eine verantwortliche Kultur und Arbeitskulturentwicklung am Beispiel ganz konkreter Aufgaben, da muss natürlich die Wertorientierung eine der Dimensionen dabei sein. Und im Verantwortungskonzept haben wir das ja zum Beispiel da drin. Oder die spirituelle Orientierung kann darin eine Dimension sein, mit der ich mich aber nur integriert in alle anderen beschäftigen. Das als separates Thema zu behandeln, das hat mich nie überzeugt. Vielen Dank für die Frage. Ja, wir kommen dann an einen Begriff, der jetzt heute überall zu hören ist. Ich dachte, weiß gar nicht, wie er uns zugeflogen ist. Wir haben ihn vor Jahren schon entwickelt. Aber wichtige Dinge passieren ja einfach oft parallel, ne? Dass an verschiedenen Ecken einfach irgendwie so ein Begriff, eine Idee in den Raum bringt, also die Frage der Passung. Also in dem Augenblick, wo man davon ausgeht, ein Mensch, für den muss es stimmen, an diesem Ort in der Organisation da sein und es, damit er auch kompetent ist, nicht nur damit er sich wohlfühlt, muss es stimmen, weil er sonst die Seelen der anderen nicht gewinnt und kein Kraftfeld aufbaut, das man aber braucht, dass die Dinge, die man nicht über Kontrolle regeln kann, trotzdem über intuitives Zusammenspiel geregelt werden. Und dazu muss die Passung stimmen. Und wir haben ja eine Kompetenzformel, auf die ich dann vielleicht noch im anderen Zusammenhang komme. Eine systemische Kompetenzformel, die sagt, professionelle Kompetenz in der Organisation ist Rollenkompetenz, mal Kontextkompetenz, mal Passung. Also es muss jemand zum Beispiel einfach Rollenkompetenz als Führungskraft haben. Aber das reicht nicht aus, also wenn er jetzt bei Greenpeace seine Rollenkompetenz als Führungskraft erworben hat und arbeitet also jetzt bei der Deutschen Bank und ersetzt den Herrn Ackermann, dann fehlt ihm wahrscheinlich einfach die Kontextkompetenz, um da erfolgreich zu sein. Also wir Systemiker haben eine Zeit lang gedacht, wir können alles. Und deswegen werft uns irgendwo ab. Wir finden uns schon zurecht. Manche hat man leider nicht wiedergefunden. Die kann man aber nicht interviewen, was da schiefgegangen ist. Aber es hat wahrscheinlich etwas mit Größenwahn zu tun. Also in der Theatermetapher gesprochen, ich muss natürlich im Prinzip wissen, wie man Rollen spielt und ein gewisses Repertoire an Rollen kennen. Aber ich muss auch verstehen, wie das Stück gemeint ist. Weil ich sonst, wenn ich das Stück nicht verstanden habe, kann ich noch so gut im Prinzip einen König spielen, wenn ich nicht begreife, was König Lear in dem Stück meint, dann kann ich in dem Stück trotzdem König Lear nicht gut spielen. Ich könnte vielleicht König Artus oder sonst was spielen. Ein Stück, das ich verstehe.
dessen Aussage und dessen Inszenierung. Rollenkompetenz, Malkontextkompetenz, Malpassung, das heißt, es muss was zusammenpassen, und zwar muss, wie gerade besprochen, das, was für mich Erfüllung bietet, was zu mir passt, das muss passen, aber es muss auch für die Organisation passen. Und wenn das nicht passt, dann kann ich Rollenkompetenz und Kontextkompetenz besitzen, aber die Passung geht verloren, dann habe ich keine Kompetenz mehr. Am Tag, bevor ich hergekommen bin, hat also unser Lehrtrainer Mark Minow mir ein schönes Beispiel davon erzählt. Der hat einen sehr schönen Coaching-Klienten, das sind so die netten, leichten, erbaulichen Fälle, der über viele Jahre Fabriken aufgebaut hat in vielen Ländern der Welt und das immer mit Begeisterung gemacht hat. Und der also dann irgendwann, als etwa 50 war, den Auftrag gekriegt hat, und jetzt machst du noch in Russland eine Fabrik, hat er plötzlich gemerkt, ich kann das nicht mehr. Er hat sich lange nicht eingestanden, weil er sagt, ich kann das doch, ich bin der Erfahrenste da weit und breit, aber es geht nicht mehr, weil die seelische Passung für das, was ich eigentlich sein und werden will, dafür reicht es nicht mehr. Und dann hat er sich sehr inkompetent gefühlt, hat es nicht verstanden. Mark hat ihm diese Formel aufgemalt und er war sehr erleichtert und hat gesagt, genau, es liegt nicht daran, dass ich was nicht mehr kann, es liegt aber daran, dass es nicht mehr passt. Und wir haben ja insgesamt die Sache mit dem Passungsdialog uns ausgedacht. Das heißt, im Verhältnis von Mensch und Organisation und von daher aber auch für die Kompetenz des Menschen in der Organisation muss man was darüber erfahren, was ist die Identität dieser Person, als was versteht er sich hauptsächlich, was sind seine Kernkompetenzen, was kann er am besten, sodass er diese Kernkompetenzen vor dem Hintergrund seiner Identität dann auch in seine Funktion einbringen kann. Und in dieser Funktion wäre natürlich optimal, das ist ein idealistisches Bild, wenn das, was er am meisten ist und am meisten kann, worin er sich am meisten Sinn macht, auch in den Kerntätigkeiten seiner Funktion zum Ausdruck kommt. Dass jede Funktion auch noch Nebentätigkeiten dazu hat, die einem mehr oder weniger liegen, das ist normal, stört einen aber nicht, wenn man sich in den Kerntätigkeiten verwirklichen kann. Wir alle kennen Beispiele, ein Großunternehmen kauft sich einen teuren Berater ein, der wirklich ein super Berater ist und macht ihn zum Leiter der internen Beratungsabteilung. Kerntätigkeit von der Organisation her, die dort vorgesehen ist, ist eigentlich Beratungsmanagement. Der ist eigentlich jetzt als Führungskraft eingestellt und nicht als Berater. Beratung ist das Fachgebiet, in dem er als Führungskraft tätig sein soll. Was macht er? Er ist auf Workshop und macht Beratung weiterhin seiner Gewohnheit entsprechend zur Kerntätigkeit unter Zweckentfremdung seiner Zuständigkeit und als Nebentätigkeit ein bisschen Abteilungsleitung. Und die Sekretärin kriegt dann regelmäßig den Nervenzusammenbruch, weil die versucht hat, all das zu regeln, was verwaist ist, weil das nicht zusammenpasst. Oder er nimmt es ernst und macht tatsächlich Abteilungsleiter, merkt aber, dass es gar nicht zu dem passt, was er am besten ist und kann. Dann hat er die falsche Stelle angenommen. Das wäre jetzt der Idealfall, dass die Organisation auch wirklich weiß, wen sie braucht. Also dass sie die Stellenbeschreibung gut machen kann. Das ist aber sehr oft ja überhaupt nicht der Fall. Und dieses Schema zeigt so schön, dass natürlich die Passung etwas ist, was von beiden Seiten her aufgebaut und definiert werden muss. Das heißt, um zu klären, ob das passt an der Stelle, müsste jetzt idealistisch gesehen die Organisation wissen, was ist unser Hauptdaseinszweck, was sind unsere Kerngeschäfte, was sind unsere Kernprozesse und welchen Zusammenhang hat diese Funktion mit unseren Kernprozessen. Und von daher die Funktion auch richtig definieren. Und dann kann man miteinander reden, ob Stelleninhaber und Stellenfunktion auch wirklich zueinander passen.
Und weil wir heute so eine bewegliche Zeit haben, kann das sein, dass das auch mit Entwicklung sei, auf Seiten des Menschen oder durch die Entwicklung auf Seiten der Organisation, selbst wenn es mal gepasst hat, auch wieder auseinanderdriften. Und dafür braucht man dann eine Kultur, wie man ab und zu checkt, wo sind wir denn da? Und man braucht eine Idee, was man denn dann tut, wenn es nicht mehr zusammenläuft. In dem Beispiel, das mir der Marc Mino erzählt hat, ist ein sehr schönes Beispiel, finde es fast rührend, weil das auch ein verdienter Mann ist und der sagt, ich möchte jetzt eigentlich gern vielleicht Berater werden oder Heilpraktiker, irgendwie was anderes mit Menschen, ich will nicht mehr Anlagen aufbauen. Er ist ein super Designer, aber er möchte es eigentlich mit Menschen als eine Hauptidentität und ich möchte nicht mehr für so Jumbos verantwortlich sein, ich hätte gern die kleineren Bühnen, die kleinen Konfigurationen von dem, wofür ich zuständig bin. In dem Fall ist der, war ein mittelständisches Unternehmen, zu seinen Chefs gegangen. Die haben gesagt, du, wir machen alles, was für dich gut ist und was für uns gut ist. Er hat mit 50, wurde ein Nachfolger, der 40 ist, für ihn definiert. Und der Marc hat es mit mir gefragt, was machen wir jetzt? Eigentlich müssen wir den Nachfolger ernennen, aber wenn der Alte dann weiterhin da ist, der redet im Rhein, in mittelständischen Familienunternehmen, das ist immer so ein Problem. Sollen wir den jetzt mit 50 eher schon rausnehmen? Wie kann man sowas machen? Ich habe dringend dazu geraten, dass die beide drin lassen, aber der Neue ins Amt kommt mit diesem Modell aus dem frühen Römischen Reich. Da gibt es die Potentaten, das sind die Jungen, die noch was tun wollen in der Welt, und die Senatoren, das sind die Älteren, die Ahnung haben, aber den Karren nicht mehr ziehen wollen. Und man hat dort in der Staatsform das kombiniert, die Potentaten sind verantwortlich, haben aber eine Beratungspflicht im Senat. Das heißt, zu allen wesentlichen Fragen müssen die sich mit den Senatoren beraten, damit die in ihrem Ungestüm nicht ohne das Erfahrungs-Know-how, das die Älteren haben, nach vorne brechen. Und das will er jetzt mal probieren. Das heißt aber für alle Beteiligten einen Rollenwechsel. Also der muss jetzt verstehen, dass zwar sein Know-how noch gefragt ist, dass er aber nicht mehr zuständig ist. Sein Vorgesetzter, wenn er ein Problem hat, muss sich an seinen Nachfolger wenden, kann dem aber empfehlen bis befehlen, dass er sich mit seinem Coach im Hintergrund auseinandersetzt, sodass das ganze Wissen verfügbar ist, aber die Verantwortlichkeit und den Karren ziehen beim Nachfolger da ist. Weil natürlich die Systeme drumherum ein solches Rollengefüge normalerweise nicht können. Und wenn der Altchef da ist, vernünftig gewohnheitsmäßig eher den ansprechen, müsste man die relevanten Partner für diese Prozesse mal zusammenrufen und mit denen exemplarisch Situationen durchspielen, damit die lernen, das neue Rollengefüge zu bedienen, zu verstehen und auch selbst den Richtigen in der richtigen Rolle anzusprechen. Also da muss einfach ein Stück uminszeniert werden und er allein ist nicht kompetent genug, sozusagen allein durch sein Verhalten allen klarzumachen, wie das neue Stück ist, sondern da ist ganz gut, wenn man das an einigen Beispielen kombiniert macht. Er könnte bei der Gelegenheit, könnte er auch sich in Beratung üben, er möchte ja gern mit Menschen arbeiten, er könnte nicht nur seinen Nachfolger auf diese Weise beraten, sondern er könnte auch anderen im Unternehmen, die parallele Funktionen oder komplementäre Funktionen haben. Er könnte dabei parallel eine Beratungsausbildung machen. Er müsste auch nicht mehr Vollzeit arbeiten, weil er nicht mehr der Hauptverantwortliche für die Projekte ist. Er kann das mit Teilzeitdinge verbinden, aber er muss nicht das Feld wechseln, um eine andere Lebensform und eine andere Funktion zu kriegen. Weil wenn der jetzt Heilpraktiker macht, der ist dort ein Nobody. Das wäre auch ein Jammer, wenn diese ganze Erfahrung verloren gehen würde, nur weil man den Wechsel des Rollengefüges nicht hinkriegt. Und das will er jetzt am Montag probieren. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Aber das ist so ein Beispiel, wie man also mit diesem Passungskonzept und mit diesem Kompetenzkonzept zumindest im Coaching ganz gut arbeiten kann. Ich glaube, dass es eine große gesellschaftliche Herausforderung ist, dass wir viel flexibler in den Berufslebenswegen in den Organisationen sein müssen. Wir haben am Abendtisch schon mal darüber gesprochen. Dieses starre, antiquierte System, dass man, wenn man aufsteigen möchte hierarchisch, dass man dann Führungskraft wechseln werden muss, also dass man eigentlich einen Berufswechsel oft vornehmen muss,
ist ein Quatsch. Oder wenn man das dann schon macht und hat irgendwann genug davon, will aber dem Unternehmen erhalten bleiben, gibt es meist keine alternativen Karrieren. Weder im Prinzip noch vom Besoldungssystem. Es gibt diese Rollen gar nicht im Unternehmen. Und das ist nicht nur eine Sache, Leute persönlich zu qualifizieren, sondern die Organisationen müssen ihre Drehbücher umschreiben. Es müssen andere Rollen geben, die besetzt werden können. Es muss ein anderes Besoldungssystem her. Es muss auch eine andere Mentalität her, dass wenn man dann ein leichteres Leben hat und hat in der Hauptziehzeit ordentlich verdient, dass man dann auch nicht mehr so viel verdienen muss. Also da wird sehr viel in Bewegung kommen müssen. Und das sind wir eigentlich auch noch ziemlich am Anfang, finde ich. Also über Entwicklungsaufgaben, wofür man uns brauchen kann, einen Mangel daran können wir uns wirklich nicht beklagen, finde ich. Also das ist... Ja, Pause machen. Ja, noch dieses Bild, das gehört zu passen. Vereinfacht auf die Frage... Wie macht mir die Organisation Sinn? Auf die Frage kommen Mitwirkende von Organisationen eher. Aber dazu gehört auch die komplementäre Frage, wie mache ich der Organisation Sinn? Und darüber offen zu sprechen, das ist ein wichtiger Beitrag zur Kulturentwicklung. Und dann machen wir jetzt wirklich die Pause. 20 Minuten? Oder wollt ihr erst ein bisschen reden und dann in die Pause übergehen? Ja.